Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod. Unser Thema heute ist der Schnupfen und wie die Schnupfenviren unseren Nasenschleim benutzen, um sich in der Welt auf andere Opfer zu verbreiten. Das mag jetzt im Hochsommer nicht ganz zeitgemäß klingen, aber laut Robert-Koch-Institut können wir uns noch 4, 5, 6 Wochen an unserer Gesundheit erfreuen und dann gehen die Schnupfenfälle Anfang September wieder in die Höhe. Also genießt es, die Schnieferei geht bald wieder los. Die Schnupfenviren haben einen sehr unterhaltsamen und fiesen Mechanismus gefunden, uns quasi zu dienstbaren Geistern bei ihrer Fortpflanzung zu machen, und zwar eben das Niesen. Niesen ist nichts anderes, als dass wir unseren infektiösen, mit Viruspartikeln beladenen Nasenschleim mit Hochdruck, mit Druckluft ausstoßen und in der Welt verteilen. Und dank der Wunder der Strömungsdynamik in unserer Nase passiert das nicht etwa in Form von so kleiner Schleimplatten, die so kanonenkugelartig durch die Gegend schießen, sondern der Schleim wird durch den Luftstrom auseinandergerissen in sehr kleine Tropfen, so dass sich diese Tropfen in einer relativ kompakten Wolke mit sehr starken Verwirbelungen bis zu 2,5 Meter von unserem Gesicht fortbewegen können und sich erst dann auflöst. Und auch dann ist das Thema noch nicht vorbei, weil die Tropfen teilweise so klein sind, dass sie noch ein bisschen rumschweben und von arglosen Opfern eingeatmet werden können. Das ist die eine eklige und ziemlich direkte Variante der Ansteckung über den Nasenschleim, aber die wichtigere Ansteckungsroute ist tatsächlich die sogenannte Schmierinfektion. Also wenn irgendwo so Schleim mit Viren drin klebt, wir fassen da an, dann klebt das an unseren Fingern und dann tatschen wir im Gesicht rum. Das machen wir sowieso die ganze Zeit. Und dann haben wir uns die Viren in die Schleimhäute gerieben und sind dann selbst infiziert. Studien haben gezeigt, dass also diese Schleimtröpfchen samt den Viren, wenn sie auf glatten Oberflächen, also Glas oder Metall oder der Plastikhaltestange im Bus sitzen, dass sie dann unter idealen Bedingungen mehrere Tage überleben können. Also das heißt, selbst wenn keine infizierten, schniefenden Opfer in der Nähe sind, kann es immer noch passieren, dass wir irgendwo anfassen und da klebt Nasenschleim und uns hat es erwischt. Die bekannteste glatte Oberfläche, auf der Nasenschleim sehr lange überlebt, sind natürlich Mobiltelefone. Und es gibt sehr, sehr viele interessante Untersuchungen zum Thema Mobiltelefone. Nicht nur zum Thema Grippe und Schnupfen, sondern auch in Krankenhäusern, beim medizinischen Personal hat sich gezeigt, dass diese Dinger ungefähr alles beherbergen, vom normalen Darmkeim bis hin zu Wundbrand. Aber das ist eine Sache. Die meisten Leute touchen ihr Handy ja nur selbst an. Ein anderer Gegenstand, den wir anfassen und dann weitergeben an Leute, die ihn auch anfassen und auch weitergeben, ist Geld. Und Geld ist beim Thema Schnodder weitergeben und Erkältungsviren, Schnupfenviren weitergeben ein selten erwähnter, aber sehr wichtiger Hauptverdächtiger, weil Studien zeigen, dass Grippeviren, Bakterien und andere Krankheitserreger auf den Dingern sehr, sehr lange überleben. Und zwar im Nasensekret eines Kindes überleben Schnupfenviren auf Banknoten über 2 Wochen. Das ist nicht so schön. Also wenn ihr jetzt völlig zu Recht ein bisschen Angst vor unserem Geld, vor eurem Geld habt, dann könnt ihr, bevor die Schnupfensaison beginnt, einfach eure ganzen Scheine an mich schicken, dass ich sie also hier sachgerecht entsorgen kann. Also ich bin da völlig selbstlos.
Gut, das klang jetzt natürlich alles sehr fies, also überall klebt Nasenschleim, überall können wir uns anstecken, wir werden alle, wie ich immer sage, sterben. Ich habe aber auch gute Nachrichten für euch. Ich habe gesagt, auf Glas, auf Metall und so weiter mehrere Tage, auf Banknoten 2 Wochen und so. Die Realität ist, auf quasi allen anderen Oberflächen überleben die Viren nicht so lange. Also wenn wir hier jetzt poröse Oberflächen wie Textilien haben, da zieht der Schleim ein, wird trocken und dann zerfallen auch die Viruspartikel. Und zum Beispiel auf der Hand überleben Viruspartikel vielleicht eine halbe Stunde laut Studien. Also es reicht wirklich völlig aus. Also hier so Desinfektionsspray brauchen wir gar nicht. In der Erkältungssaison einfach aufpassen, dass ihr euch nicht die ganze Zeit im Gesicht rumpatscht und einigermaßen regelmäßig Hände waschen, wenn ihr an öffentlichen Orten seid. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, man wird das Thema Krankheitserreger aus der Nase nicht los. Es gibt nämlich eine wunderschöne Studie, gerade von 2007, da haben also Fachleute untersucht, was passiert eigentlich, wenn man auf einem Geburtstagskuchen die Kerzen ausbläst, also durch diesen quasi Akt des Kerzenausblasens habe ich laut dieser Studie jetzt die Last an Bakterien und Viren auf dieser Glasur um den Faktor 140 erhöht. Also dieser Kuchen ist jetzt nach dem Auspusten der Kerzen 140 mal so gefährlich wie vorher. Ich weiß, das ist schrecklich. Auch da bin ich sehr selbstlos. Also ihr könnt mir nach dem Auspusten der Kerzen eure Geburtstagstorten und Kuchen einfach unentgeltlich herschicken zur angemessenen Entsorgung. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben. Der wirklich wichtige Ansteckungsweg ist die Scheiße, will ich mein Handy. Dank dem Wunder der Scheiße. Wortfindungsstörung, Störungsdynamik.